alles andere hier. Da finde ich gar nicht mehr zurecht. Der 90-jährige Kurt Lohse war am 18. April, dem Tag der offenen Tür des Elite-Gewerbeparkes, zum ersten Mal seit 75 Jahren wieder auf diesem Gelände. Doch dazu später mehr. Bereits zwei Tage vorher war die offizielle Einweihung des Technologiezentrums an der Dammstraße. Feierliche Toasts wurden in geladener Gesellschaft aus Wirtschaft und Politik auf die Zukunft des vom Schmiedewerk zur Technologieschmiede gemauserten Objektes ausgesprochen. Neugierig fanden sich dann auch am Tag der offenen Tür zahlreiche Besucher ein. Es sind sehr viele ehemalige Press- und Schmiedewerker dabei, die sich ein Bild machen wollen, was aus dem ehemaligen Press- und Schmiedewerk 2 in den letzten beiden Jahren entstanden ist. Ich habe von 37 bis 40 gearbeitet, hier oben 20 bis 45. Meine mechanische Abteilung ist weggerissen, wo ich mal war. Aber dann die Verwaltung steht ja noch. Das gesamte Objekt ist mit ca. 9,3 Millionen D-Mark Investitionsaufwand aus einer Industriebrache in einen modernen Gewerbepark versetzt worden. Neben attraktiven Mietflächen für Produktion und Büro haben wir ausreichend Parkflächen und auch die einzelnen Produktionsräume haben eine entsprechende moderne Infrastruktur. Des Weiteren bieten wir im Gelände des Gewerbeparks Flächen zur einzelgewerblichen Nachbebauung an. Erste Ansiedlungen gibt es schon, es sind erste Grundstücke verkauft worden, beispielsweise der Steinmetz Weinhold, der hier seinen Steinmetzbetrieb aufbaut. Im Moment haben wir einen Belegungsgrad von über 40%. Es sind 9 Firmen, die sich bereits hier angesiedelt haben, vom Ingenieurbüro über die Bildungsfirma bis zu modernen, innovativen, jungen Unternehmen. Und eines der letztgenannten Unternehmen befasst sich gerade mit ganz leckeren Sachen. Wir backen also mit Hilfe von Infrarotstrahlung Kekse. Und das ist unsere Versuchsanlage, mit der wir, wie gesagt, die Technologie erarbeiten und die Anlage einstellen auf die verschiedenen Keksarten. Über 40% der Flächen sind bereits belegt. Weitere Ansiedlungsinteressenten stehen vor der Tür und einige davon werden hier ihren Anfang wagen. Angefangen hat 1922 an dieser Stelle Kurt Lohse mit seiner Lehrzeit. Da wurden Autos, Schokoladenmaschinen gebaut und Seifenmaschinen und Autos. Und ich habe Autoschlosser gelernt. Arbeitszeugnisse, Lehrzeugnis, Prüfungszeugnis, Arbeitszeugnisse und Edeldiamant. Auch Walter Kaden begann in der Elite von 1924 bis 28 als Lehrling sein Berufsleben. Er erinnert sich noch gut an die Praktiken des Meisters und den Lohn jener Zeit. Ristau. Erst der Rätsch und dann Ristau, ja. Und der erste Lehrmeister. Gestern der Dächelsprüchel. Wir haben die Stunde, eine Woche, mal 50 Scheine gekriegt, die erste Zeit. Und ich wünsche, dass es allen Firmen, die sich bei uns hier ansiedeln, wirtschaftlich gut geht, dass sie in ihrer Geschäftstätigkeit Erfolg haben und somit auch zur wirtschaftlichen Entwicklung in Brand-Erbisdorf beitragen. Glück auf!